Hi zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio Megabase. So, ihr habt jetzt am Dienstag leider die Folge vom Montag gesehen, weil ich irgendwie dachte, ich habe sie schon hochgeladen und hab's anscheinend irgendwie vergessen. Tut mir leid. Noch dazu, ich habe ja in der letzten Folge erwähnt, dass eventuell am Montag schon der passende Release von Factorio rauskommt, also 0.17 stabil. Dem war nicht so. Dementsprechend spielen wir jetzt weiterhin in einer experimentellen Version. Gut. Heute werden wir als allererstes Festbrennstoff hier bauen. Und dann gehen wir hier rüber und bauen unsere Insel fertig. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal. Indem. Ach Gott. Wenn ich jetzt halt wieder wüsste, wie viel. Wie viel ich von allem benötige, das wäre echt sehr nett. Ich glaube, es waren 8. Ich denke, das sollten wir vielleicht mal kurz nachgucken. Sodala. Und ...1000 pro Minute. Wir benötigen bei nur blauen Geschwindigkeitsmodulen 10,5, also 11 Stück. Okay. Das heißt, wir werden hier gerade betankt. Oh, kein Platz mehr im Inventar. Oh, ärgerlich. Weg mit dir. Wieso habe ich hier eigentlich 235er Uran herinnen? Also, das brauche ich jetzt eigentlich nicht. Okay. Ja, das wird dann schon so passen. Okay, ich glaube, wir machen jetzt erst einmal hier die Landaufschüttung mal weg. Damit wir... Oder machen jetzt halt hier... Kann ich hier eins bauen? Mal schauen. Ja, ich kann ein Labor bauen. Ich brauche jetzt 2 Labore erstmal. Okay. Jetzt ist einfach die Frage, ich denke, wir gehen von hier aus. Ich glaube, soweit. Zwei. Okay. Eins. So. Oh. Jetzt habe ich hier keinen Platz mehr. Eieieiei. Da verklickst dich einmal und dann kannst du gleich die ganze Plattform vergrößern. Ist eigentlich schon schade, dass man es nicht wegmachen kann.
Gut. Dann benötigen wir das hier noch. So, Landfill können wir wieder zurückgeben. Und dafür mehr veredelten Beton zu uns nehmen. Okay. So, dann schicken wir unseren Zug mal wieder ein bisschen was abholen. Ja. Und wir gehen in dieser Zeit die blaue Wissenschaft weiterbauen. Oh, jetzt habe ich gerade vor den Schock bekommen. Ich habe gerade auf mein Aufnahmeprogramm geschaut. Und das hat gerade so ausgeguckt, als wie wenn es nichts aufnehmen würde. Weil ich nicht auf die Zeit geguckt habe, sondern auf die Optionen. Dann sagte ich mir so, oh Gott, 10 Minuten schon wieder verschwendet. Ich meine, das Schlimme ist, es ist halt schon das eine oder andere Mal vorgekommen. Ups. Ja, nehmen wir mal Fuchs mit. Okay. Ja, dass das hier noch nicht gebaut ist, ärgert mich ein bisschen. Ich glaube, da kümmern wir uns jetzt bald dann auch mal drum oder müssen wir uns drum kümmern. Das ist ärgerlich. Okay. Ja, seltsam. Stück. Ich glaube, mehr braucht man nicht. 10 Tanks haben wir. Ein paar Rohre haben wir auch. Passt. Ich meine, das ist absoluter Overload hier. Das braucht man eigentlich so gar nicht. Aber ich meine, wenn wir schon haben, warum nicht? Okay, dann brauchen wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen Strom. So, sehr gut. Okay. Okay, es sind 12, dann kommt das hier weg. Da fehlt mir anscheinend was. Oh, nein. Ja, dann produzieren wir es halt schneller. Das ist mir jetzt eigentlich gerade gesagt relativ egal.
Event Steuerung X. Okay. Nur damit wir hier nicht nochmal extra Strom benötigen. 2, 4, 5. Ich glaube, hier reichen eigentlich rote Bänder voll und ganz aus. 2, 4, 5, 6. Okay. So. Ach, was ich. Oh Gott. Es fehlen ja hier noch. Ich habe wieder nur die Hälfte fertig gemacht. Hier fehlt Strom, alles fehlt hier noch. Eieieiei. Okay. Dann noch ein bisschen Strom verteilen. Okay. Hier ist doch irgendwo ein bisschen was falsch gelaufen. Hm? Okay, schauen wir mal. Die zwei, die zwei, die zwei, die zwei, die zwei. Den brauchen wir nicht. Und den brauchen wir nicht. Oh, wow. Hier ist viel schief gelaufen. So. Also die zwei werden hier bedient. Die zwei... kommt weg und der kommt weg. Wow. Hier ist echt viel schief gelaufen, kann das sein? Okay, ich hoffe, dass der oben zumindest passt. Aber ja, schaut gut aus. Okay. Hier fehlt ja auch noch die Innenseite. Also die Entladeseite. Wow. Wieder gut hingebracht. Mm-hmm.
Okay. Ja, halten wir das sehr gut hin hier. Das müssen wir also früher oder später entfernen. Ja, war klar. Aber vielleicht kriegen wir das hier unten noch rein. Das schaut gut aus. Okay. So, dann schauen wir mal, wie schlimm das ist. Geht, würde ich sagen. Geht. Gott, das ist ein Kabelsalat. Schön ist es nicht, aber selten. Echt jetzt? Genau, ein Autosave gerade drin. Wenn ich hier eigentlich was platzieren wollte. Okay, dann brauchen wir hier auch noch Strom. Okay. Das hier noch rein. Dann sollten wir das vielleicht hier hinbauen. Hier mit Steuerung C für das da. Ziemlich schlau eigentlich. Okay. Dann brauchen wir noch das da. Und Stromverteilung hier unten noch. Und dann sollten wir eigentlich fertig sein. Also überwiegend fertig. Da muss das jetzt alles nur noch platziert werden. Richtig angeschlossen und gut ist. Okay. Apropos angeschlossen. Das habe ich mir eingesperrt. Okay. Perfekt. Oh Gott. War nicht unbedingt gerade die schlauste Idee. Besser.
Okay. Also, das hier läuft anscheinend in die Richtung. Oder hätte ich gerne, dass es in die Richtung läuft. Dann du auch. Und du brauchst noch einen Tunnel. Hier. Was brauchen wir jetzt dafür alles? Ach ja, wir haben ja die roten auch noch. Habe ich da hier schon? Ah, rote Schallkreisanlieferung. Mhm. Wow, man sollte vielleicht Sachen wirklich fertig machen. Okay. Wie schaut es hier vom Verhältnis her aus? Wir brauchen 3 weitere Schaltkreise, also kann ich im Endeffekt. Ups. So, ich glaube, so ist es gesünder. Echt jetzt? Okay. Und hier im Endeffekt ist alles gleiche. Bevorzugter Ausgang rechts. Bevorzugter Ausgang rechts. Okay. Dann brauchen wir den Spaß hier noch. Ja. Reicht für uns, wie gesagt, ein rotes Band eigentlich. Ich glaube, hier hätte insgesamt, oder hier hätten insgesamt rote Bänder mehr als ausgereicht. Ja, jetzt ist es schon so, wie es ist, würde ich mal sagen. Okay. Dann haben wir das schon mal. Nochmal überprüfen. Einmal Festbrennstoff, 2 Motoreinheiten. Also dann kann ich die 2 hier im Endeffekt zu einem machen, zu einem Band. Mhm. Verzug der Ausgang hier, also links. Schaut gut aus. Und dann brauchen wir noch das rote. Die roten Schaltkreise. Die hier hochlaufen müssen. Okay, dann haben wir das schon mal. Ja, passt. Okay. In der nächsten Folge kümmern wir uns wirklich darum, dass die hier eine eigene Ölproduktion bekommen. Schon langsam nervt mich das doch sehr, dass halt hier an öltechnisch gar nichts rüberkommt. Ja. Hier wird so zwei Leichtölzüge stehen. Echt jetzt. Oh. Ich komme hier nicht raus. Wow. Danke, Factorio. Ich habe hier ein. Ja. Was macht der gerade? Ah, ja. Chillen ihr Leben. Wow. Wird schon von den Angriffen her.
Okay, gut. Dann haben wir das da oben erledigt. Jetzt geht es um die Labore. So, jetzt ist nur die Frage, ob ich Labore hier bauen lasse oder nicht. Ich glaube, ich habe mich damals dagegen entschieden, weil man Labore im Endeffekt eigentlich nur einmal baut und gut ist. Mehr ist dann nicht mehr mit bauen. Und ich glaube, ich habe recht. Okay, was brauche ich da dafür? Eisenzahnräder, elektrische Schaltkreise und gelbe Fließbänder. Okay. Brauche ich. Oh, das ist fast ein bisschen viel, hm? Und gelbe Fließbänder. Sollte ich auch genügend haben. Okay. Davon würde ich gerne 50 bauen. Jetzt mal für den Anfang. Und was fehlt? Aha. Na toll. Ich brauche noch mehr Fließbänder. Zwanzig, dreißig. Okay, ich glaube, zwei Stück brauchen wir nur noch mehr oder eins. Das sehen wir dann. Jetzt habe ich natürlich zu wenig Kisten dabei, gell? Anforderungskisten. Aber das ist nicht so schlimm. Ich möchte jetzt zumindest mal eine Art Layout dafür bauen. Ich werde es nicht so wie in unserer Hauptbase machen, dass ich quasi in eins hineinfütter und vier weitere versorge, sondern jeder bekommt im Endeffekt sein eigenes. Okay, seine eigene Kiste. So, jetzt sind wir richtig. Hier. Ja, da haben wir genügend Platz dann auf jeden Fall. Für mehr. Okay. Na, schade. Ich dachte, es funktioniert. Okay. Also, mehr als 5 sollten jetzt eigentlich hier nicht unbedingt rein müssen. So. Jetzt fordere ich erstmal alle an. 2, 4, 6, 7. Oh, es sind doch 7. Ich bin immer von 6 ausgegangen, aber es sind die letzten. Oh, 2000. Okay. So. Hier reicht das da. Und. Man könnte hier natürlich auch noch Speed-Module oder irgendwas in der Richtung, aber ich meine, so eilig haben wir es jetzt auch wieder nicht. Beziehungsweise das kann man dann immer noch machen, wenn es soweit ist. Okay. 20. Oh, Stromversorgung. Mhm. Okay. Ah, nett. Wenn das geht.
Aber ganz wichtig, was wir auch noch brauchen, sind natürlich die Roboterhänger. Habe ich da zwei dabei? Ja, passt. Also. Ja, passt. Dann hier noch einen hin. Und hier in der Mitte. Okay, perfekt. Dann ist das auch schon mal erledigt. Das sind jetzt 60 Stück. Oh, Scheiße. 60, 80, 100. Okay, perfekt. Gut, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir noch ein Like da und ich hoffe, wir sehen uns zu einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dahin, mein Name ist Eracol. Ciao.